Gut, wir gehen jetzt nochmal runter. Weil irgendwie brauche ich ja die Kopfhörer. Benutze Kassettendeck. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Du sollst ja das nicht benutzen. Du sollst die Kopfhörer mitnehmen. Muss ich nochmal die Klappe öffnen? Dann nehmen? Nichts drin. Außer einer... Du sollst ja das nicht nehmen. Du sollst die Kopfhörer nehmen. Klappe. Kassettendeck. Das ist kein Walkman. Ich will aber auch nur die Kopfhörer. Nichts drin. Mann! Wo soll ich denn sonst noch hin? Ich will doch nur die beschissene Kopfhörer ab. Wie gesagt haben. Weil woanders gibt's ja keine. Ey, ich denk mal. Wie wär's denn eigentlich, wenn ich jetzt das ausmache? Ich denke einfach mal, ich muss die Kopfhörer dem Schlüsselmeister auf den Ohren schmeißen, so gesagt. Oder der muss sie selber aufsetzen. Und nehmen. Dann könnte ich ja eigentlich das mal mit der nochmal der Glocke versuchen. Weil ich krieg die Kopfhörer nicht. Kassettendeck. Nee. Ich will das Kassettendeck ja nicht nehmen. Klappe. Nehmen. Klappe. Nichts drin. Ja, du mich auch. Ansehen. Darin lässt sich nichts erkennen. Das kann allerdings auch daran liegen, dass da nichts drin ist. Doch, die Kopfhörer. Die brauche ich ja. Nichts drin. Es sei denn... Gibt's hier irgendwie noch sowas wie ein Rohr oder so? Stopp, da ist was. Aber ich glaube mal nicht, dass das was bringt. Das Schere, kann man das nicht hier irgendwie durchschneiden oder so? Poloschläger. Der ist zu groß, um als Pfeifenreiniger zu dienen. Na gut, dann lassen wir halt mal Pucki quatschen. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich in Edna recht aus darauf geachtet habe, dass man die Umgebung möglichst stark verändern kann. Und hier in der Kirche kam mir die Idee, dass man die Umgebung nicht nur optisch verändern kann, indem man halt irgendwie Gegenstände kaputt macht oder bekritzelt oder, sondern eben, dass man die Umgebung auch akustisch verändern kann. Edna erobert diese sehr stille, diese betont stille Kirche, indem sie sie laut macht. Also je lauter es in der Kirche wird, desto mehr von ihr findet in der Kirche statt. Tja, das Rätsel mit dem Gitarrenfeedback funktioniert zwar nicht so richtig gut, aber... Ja, das haben wir ja alles schon hingekriegt. Das brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich muss ja eigentlich... Das hat auch nicht geklappt, dass ich das ausmachen konnte. Ich muss ja eigentlich nur... die Kopfhörer nehmen. Ich weiß aber nicht, wie ich die nehmen kann. Geh doch mal nach hinten. Da hoch? Irgendwie muss es ja funktionieren. Irgendwie, aber wie? Die Orgel, ja, ich kann an eine Orgel gehen, aber... Nur da rumspielen, aber das bringt mir ja nichts. Nee, halt mal die Klappe. So, ich habe das jetzt mal so wieder gemacht. Nimm Klappe, die will dich ja nicht haben. Echo? Das bringt mir nichts. Kann man nicht die Orgel irgendwie verschieben oder so? Jetzt verschiebt die mal. Verschiebt die Scheiße mal. Benutzen. Es funktioniert nicht. Stühle. Kann man die nichts benutzen? Zum Zusatz. Ja, okay. Gehen wir mal hoch.
Ich habe echt keine Ahnung, wie ich die... ich will nicht die Leiter hoch. Wie ich, na sag doch mal, die Kopfhörer kriege. So, jetzt hab ich's raus. Ach, Mann. Ja, hier sind die Kopfhörer drin. Die sind da durch und dann dahin. Ich kann aber die Kopfhörer nicht nehmen. Der ist zu... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Echt nicht? Ja, ich würde sie auch gerne vergrößern, aber es geht nicht. Wie willst du sie vergrößern? Ich will die nicht vergrößern. Ich will einfach nur die Kopfhörer haben. Ich kann ja auch nicht mal anklicken oder so. Da steht ja nur Kassettendeck, Orgel und die Klappe. Mehr steht ja nicht da. Nicht mal hier die Schnur hier. Benutzen die Orgel. Geht ne. Oh, das ist doch zum Kotzen, ey. Das ist da oben, kann ich auch nicht viel anstellen. Nee. Nichts drin. Nee, geht nicht. Dann, ansehen, geht auch nicht. Reden. Echo? Bringt erst recht nichts. Benutzen, mache ich die Klappe wieder zu. So, Kassettendeck. Nee, das sagt dir was mit dem Walkman. Bringt nichts. Poloschläger? Ich könnte ihn sicher mit einem Schlag zerstören. Aber ich tue es nicht. Ich genieße das Gefühl der Macht. Super. Hau mal dagegen. Der ist zu groß, um... Du sollst ja auch nicht reinigen, du sollst einfach die mal dagegen klatschen. Die Orgelpfeifen kann niemand anderes säubern. Wer weiß, wie viele Organisten da schon reingespuckt haben. Bäh. Benutzen Klappe. Ich hätte eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das funktioniert eh nicht. Die Orgelpfeifen kann niemand anderes. Wer weiß. Sag ich doch. Ich kann Harvey benutzen. Was tust du da, Harvey? Ich demonstriere, dass ich nicht einmal die Klappe halten kann. Aufs Eindrucksvollste. Ich hab keine Ahnung, ey. Es ist doch zum Mäusemelken. Ich brauch irgendwie... Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Echt nicht. Ich kann ja alles lieber ausprobieren. Nicht. Ich könnte ihn... Aber es würde mir nichts bringen. Mein Fälschungstalent ist über die Jahre ein wenig... Ja, das solltest du eigentlich nicht machen, aber egal. Nimmst jetzt mal einen Topf und haust es mal dahin. Nimm doch mal den doofen Topf. Der Topf passt nicht in die... Dann passt er halt nicht. Nein, die Klappe drauf. Lässt sich nicht bekritzeln. Dann knusper mal was ab, was auch widerlich ist. Was denn jetzt? Schätzungsweise 2 Meter. Ist jetzt irgendwie was runtergefallen oder so? Nö. Das klang aber gerade so. Keine Ahnung. Jetzt geht doch mal da hoch! Mann! Das hat nicht funktioniert. Danke, dass du mir beigebracht hast. Schon gut. Ja, du mich auch. Harvey. Harvey mit Klappe. Was? Ja. Nein, nicht benutzen. Mach die Klappe wieder auf. Mach die auf. Geht doch. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich bin ratlos. Ich kann ja jetzt wohl hier so drum rumstehen und überlegen und überlegen und überlegen. Aber es kommt nichts raus. Jedenfalls nichts Gescheites. Vielleicht klingt der Song mit ein paar Ecken besser. Naja, schlechter ist es nun auch nicht unbedingt.
Ich glaube mir aber auch nicht. Der Schlüsselmeister. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's, Ruth. Oh ja, Quatsch aus. Ich krieg hier einen Anfall. Ich hatte ja keine Ahnung. Nützen? Mach ja kein... Was denn? Ich will doch gar nichts machen. Meine Fresse. Ich muss hier vorsichtig mit ihm umgehen. Aber Topflappen sind albern. Ja, toll. Willst du einen Top haben? So, hab ich mir vielleicht... so darfst du nicht. Du kannst... Ich hab... Und dabei... Das hat er auch schon... Haben sie auch schon gequatscht? Magst Was du soll ich machen? Tattoo? Ihn aus meinem Gedächtnis streichen? Das wäre doch mal ein Versuch. Nee, das bringt nicht, wenn wir jetzt hochgehen. Ich habe eine Idee. Ich brauche irgendwas. Geht das mit dem Schlüssel? Nee, es funktioniert schon mal nicht. Ist hier irgendwo was? Ich kann den Schlüssel den Schlüsselmeister geben, ja, aber... Ja, ich habe noch immer den Generalschlüssel. Behalt ihn als Andenken. Ich will keine Schlüssel mehr sehen. Kriege ich dann den Schlüssel für die Kirche? Nein, du bleibst hier drinnen zusammen mit mir. Okay, es hat also nichts gebracht. Ich brauche aber irgendwas, was ich dann hinschmeißen könnte, aber das geht ja nicht. Gehen wir nochmal runter. Gehen wir mal dahin. Nehmen wir mal einen Poloschläger und schlagen einfach mal da drauf. Ich glaube, das ist ein Tasteninstrument. Ich glaube, die Orgel zählt zu den Holzbläsern. Du spinnst, Harvey. Du sollst einfach auch nur den Poloschläger da drauf kloppen. Du spinnst. Das funktioniert nicht. Wenn der Organist sabbert, sollte man das auf jeden Fall tun, ja. Im Moment ist anderes dringender. Schön, ist mir klar. Die könnten mal wieder poliert werden. Aber meine Arme sind zu kurz. Was hältst du davon, Harvey? Yippie! Eine Panflöte für Riesenperuaner. Okay. Die in der Mitte könnten mal wieder gestutzt werden. Aber meine Arme sind zu... Ja, Schlüssel. Das ist nicht der Notenschlüssel. Was ist, wenn ich jetzt das Zeug nehme? Eine Innenraumentrostung ist überfällig. Aber meine Arme sind zu... Oh Mann, ey. Ich krieg hier ein... Das ist schon nicht. Ich überleg's mir noch. Die hat schon jemand vor mir entrostet. Da hatte wohl jemand zu viel Zeit. Leute gibt's. Ja. 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 Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Poloschläger? Eine Klappe, ja. Schön. Bringt mir nichts. Kassettendeckstühle. Der gehört noch nicht aufs Abstellgleis. Ich kann wieder hochgehen, aber... Es bringt mir auch bloß nichts. Hä?